Moin, moin, liebe Schüler! In diesem Video erfährst du, wie man einfache Gleichungen löst mit einer Äquivalenzumformung. Schauen wir uns hierfür ein einfaches Beispiel an. 6 plus x gleich 17. Das Ziel meiner Gleichung ist, herauszufinden, wie groß die Zahl ist, die ich für x einsetzen kann. Deshalb markiere ich mir zunächst erstmal mein x. Um herauszufinden, wie groß x, sollte x auf einer Seite der Gleichung alleine stehen. Das heißt, alles, was hier auf der gleichen Seite steht wie x, muss weg. In diesem Fall ist das die plus 6. Um die plus 6 wegzubekommen, muss ich minus 6 rechnen. Das heißt, stellt euch das so vor, die plus 6 kicken wir einfach auf die andere Seite der Gleichung, indem wir das umgekehrte Rechtszeichen davor schreiben. Aus plus wird minus, also plus 6 bringe ich rüber und mache daraus minus 6. Nun habe ich in der nächsten Zeile Folgendes stehen. Auf der linken Seite bleibt das x gleich 17 minus 6. Die minus 6 haben wir jetzt auf die andere Seite gekickt. Nun kann ich es ausrechnen und in meiner dritten Zeile steht nun x gleich 11. Somit haben wir die Lösung. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. X minus 18 gleich 25. Zunächst markiere ich mir wieder mein x, damit ich erkenne, was auf der linken Seite alles zu viel ist, was ich auf die andere Seite kicken möchte. Ich unterstreiche die minus 18, weil die auf die andere Seite soll. Um die minus 18 jetzt auf die andere Seite zu bekommen, muss ich wieder die Umkehraufgabe berechnen und schreibe plus 18. In der nächsten Zeile kann ich also schreiben x, der Rest ist weg, gleich 25 plus 18. Mein Ergebnis lautet also x gleich 43. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. 9 mal x gleich 81. Ich markiere mir wieder mein x, unterstreiche alles, was mir auf der Seite meines x stört, in dem Fall mal 9. Um die mal 9 von der einen Seite auf die andere Seite zu bekommen, muss ich aus der mal 9 ein geteilt 9 machen. Nun schreibe ich in der nächsten Zeile x gleich 81 geteilt durch 9. Somit lautet mein x gleich 9. Schauen wir uns noch eine letzte Aufgabe an, 6 gleich x geteilt durch 5. Ich markiere als erstes wieder mein x. Diesmal habe ich ein Beispiel gewählt, wo x auch auf der anderen Seite stehen kann. X soll ja auch hier alleine stehen, das heißt, was hier drumherum steht, in dem Fall geteilt durch 5, werde ich einmal wieder unterstreichen. Ich muss nun auch hier die Umkehraufgabe machen, das heißt, aus 1 geteilt durch 5 wird 1 mal 5. In die nächste Zeile schreibe ich 6 mal 5 gleich x. Mein Ergebnis lautet 30 gleich x.